Ja, wir freuen uns auf die Diskussion, die wir hier gleich führen werden. Titel ist, wo stehen wir in der außerklinischen Intensivversorgung? Mein Name ist Christoph Jaschke, wer mich noch nicht kennt. Und ich habe die große Freude, diese Diskussionsrunde genauso wie die gestrige mit dir, Dr. Hakim Bayarasu, zu moderieren. Schön, dass du mit dabei bist. Schön, dass ich da sein darf und bin gerne an deiner Seite, wie immer. Und wenn wir, bevor wir beginnen und die Diskutantinnen hier vorstellen, möchte ich gleich mal eine Erkrankung melden, und zwar vom Herrn Weller vom Bundesministerium für Gesundheit, dem Abteilungsleiter. Er ist leider erkrankt, er hat uns heute Morgen oder gestern Morgen, ich glaube es war heute Morgen, geschrieben, und kein Ersatz möglich. Das macht aber gar nichts, weil wir, glaube ich, genug zu diskutieren haben. Ja, ich habe mit ihm in der Vorbereitung telefonieren können. Ich kann da vielleicht so ein bisschen was auch einbringen in die Diskussionsrunde. Und wir zeichnen diese Diskussionsrunde hier auf. Hinten mit einer Videokamera, Ton und Bild. Also vorsichtig mit dem, was Sie fragen und wie Sie es formulieren, weil es wird verewigt. Und wir werden es auch nutzen, um das nicht verpuffen zu lassen, sondern um es nachklingen zu lassen, was wir heute hier besprechen, damit man einfach sagt, ah ja, das hat man ja eigentlich besprochen. Und dann holen wir das aus dem Archiv und dann arbeiten wir daran, die Dinge weiterzuentwickeln. Und das verrätst du mir jetzt erst? Ich meine... Und nachdem du so eine tolle Stimme heute hast, Hakim, habe ich mir gedacht, kommt das auch noch doppelt gut. Das hat nichts mit Zigaretten oder Alkohol zu tun, sondern es ist wirklich, alle, die gestern da waren, wenn man sich natürlich unterhält und sehr angenehm und auch positiv und konstruktiv unterhält, bei der Lautstärke, die er immer fabriziert, ja, da kann ja... Ist klar. Aber es waren schöne Töne, insofern alles gut. Ja. Nein, sonst würde ich tatsächlich anfangen, also schön, dass wirklich... wahnsinnig viele gekommen sind. Das ist ja immer so, Samstag, dann denkt man sich, okay, dann die Party gestern Abend, wie auch immer, bei 13:30 Uhr, ich denke, die meisten werden ja dann, oh, man muss ja auch auschecken, also ich denke, die meisten sind tatsächlich auch schon quasi hier und freuen uns, dass sie auch so zahlreich zu diesem spannenden Thema auch erschienen sind. Wir gehen direkt in Medias Res, und zu meiner linken Seite ist meine geschätzte Kollegin Frau Dr. Jeanette Fleisch, auch von Hause aus Pneumologin, das heißt, sie uns verbindet. Die Lungenheilkunde, und die Lungenheilkunde, da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Wir haben ja momentan unglaublich, ich denke, du wirst das bestätigen, Schwierigkeiten, Nachwuchs zu finden in einem Fach, wo für viele die Lungenheilkunde einfach die Raucher sind. Raucher kriegt keine Luft, oder die vielleicht einen etwas kräftigeren Bauch haben und dann, die kriegen auch keine Luft und dann vielleicht noch ein bisschen was vom Herzen. Aber ich finde es schön, oder wir eigentlich, wir erleben ja, dass Atmung ja schon eigentlich im Gehirn anfängt. Stichwort zentraler Atemantrieb, neuromuskuläre Erkrankungen. Nur das verstehen gar nicht so viele Kolleginnen und Kollegen. Und dann aber noch jemanden zu finden, der sozusagen bereit ist, sich ins Auto zu setzen und Menschen da draußen zu versorgen, die nicht zu uns kommen, die eine Atemunterstützung haben. Ich denke, diese Leidenschaft und auch diese Vision und dieser Pioniergeist, der verbindet uns, und von der Kilometerzahl her, wir sind in Köln, du bist in Wuppertal, haben aber tatsächlich auch Überschneidungen. Und schön, dass du heute da bist und mit uns über deine Erfahrungen oder unsere gemeinsamen Erfahrungen im Prinzip zu sprechen. Eine Sache noch, hatte ich gelesen, dein Lebenslauf, du warst in Amerika, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Berkeley, ja. Nein, und vielleicht ergibt sich, da weiß ich nicht, ob du da was mit Beatmung oder je nachdem zu tun hast. Ja, schönen guten Tag. Erstmal bin ich total dankbar, dass ich hier sprechen kann und auf dem Kongress zum ersten Mal bin, und ich empfinde es als unheimlich bereichernd, Menschen zu treffen, die sich im gleichen Themengebiet zu engagieren, weil man doch in größten Teilen als Einzelkämpfer auftritt. Ich muss leider ein paar Sachen korrigieren. Oh, nein. Doch, es tut mir leid. Nein, ich bin Pneumologin und ich bin Internistin, und ich habe mich aber als Hausärztin niedergelassen. Natürlich kenne ich den pneumologischen Part noch, und das kommt jetzt auch den Patienten, die ich betreue, natürlich zugute, weil ich zum einen die Verordnungen machen kann, aber zum anderen auch die Berechtigung für die Potenzialerhebungen habe. Seit 2016 betreue ich Patienten. Das ist stetig gewachsen, weil es mir einfach auch eine Passion ist, was mich interessiert, und weil ein sehr großer Bedarf da ist. Das sind mittlerweile in etwa 70, 80 Patienten, und der Schwerpunkt ist in Wuppertal und in Düsseldorf, und das sind eigentlich fast ausschließlich Patienten in Wohngemeinschaften.
Ich sage das deswegen, weil ich im letzten Jahr auch einzelne Patienten gesehen habe, die in einer 1:1-Versorgung sind, Patienten, die ich zuvor nicht kannte. Und da dann die Begutachtung gemacht habe und sich da nochmal ganz andere Probleme gezeigt haben, als bei den Patienten, die ich jetzt alle 2 Wochen, 3 Wochen regelmäßig in den WGs visitiere und wo es mir natürlich viel leichter fällt, eine Erhebung zu machen und auch eine Verordnung zu machen, die ich einfach kenne. Weiß nicht, wie viel Zeit ich jetzt noch habe oder erstmal die anderen, ne? Nur Vorstellungen bis. Gut, okay. Das war ja keine Korrektur, sondern eine Ergänzung. Ja. Also, ach so, und Berkeley, ja, da war ich. Berkeley war nicht beruflich. Also ich habe meinen Pneumologen beim Professor Rasche noch gemacht und wollte mich dann aber nicht nur auf die Lunge konzentrieren, sondern habe deswegen den Weg in die Hausarztpraxis gesucht und habe den auch nie bereut, muss ich ehrlicherweise sagen. In Berkeley war ich, weil mein Mann dort Forschung gemacht hat und ich habe die Kinder versorgt. Vielen Dank. Zu meiner Rechten haben wir die Martina Wittmann sitzen und du bist gelernte Krankenschwester, hast viel im QM gearbeitet in deiner beruflichen Karriere und bist von der klinischen Intensiv in die außerklinische gewandert. Aber nicht nur als Expertin in der Pflege haben wir dich hier, sondern du bist mittlerweile Vorsitzende in dem Verband IPV, im Intensivpflegeverband Deutschland, und wirst uns nachher sicherlich die dringendsten Probleme, die gerade anstehen, auch im verbandlichen, in deiner verbandlichen Arbeit mitteilen, aber eben auch dein Bild auf Pflege und auf außerklinische Intensivpflege. Richtig, hallo, erstmal grüß Gott an alle. Ja, ich bin sehr dankbar, dass du mir die Möglichkeit gibst, lieber Christoph, dass ich heute da sein darf und für die vielen Leistungserbringer, aber auch für die vielen Patienten und Patientinnen zu sprechen. Und ich kann eingangs sagen, die Not ist groß, die Angst ist groß und das möchte ich hier auch plakatieren, dass man einfach mal weiß, wie die Situation draußen wirklich, wirklich ist. Ja, dann darf ich ja weitermachen und ich würde einfach das Mikro an Sebastian Lemme weitergeben, das ist doch viel einfacher, weil sonst sagst du ja immer, den muss ich ja nicht mehr vorstellen. Geht auch. Schön, dass du da bist. Ja, auch herzlichen Dank meinerseits für die Einladung hier zum Mike. Großartiger Kongress, großartiges Signal mit dem Mike Award an Amelie und ich bin hier als Vertreter des Selbsthilfeverbandes Forum Gehirn und freue mich, dass der Mike hier doch immer wieder die Betroffenen in den Mittelpunkt stellt. Das ist für uns schön zu sehen. Und ich freue mich natürlich auch, dass wir hier nochmal die Gelegenheit haben zum Austausch, damit wir auch nochmal unsererseits die Probleme, die wir sowohl in der Entwicklung, ich begleite ja die Gesetzgebung schon seit 2019, damals noch mit dem RISC, dann als Einzelsachverständiger für den Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages zum GKV-IPREC dann und eben in den weiteren Gremien im GBA etc. Und ja, freue mich, dass wir hier eine Gelegenheit haben, ganz konkret nochmal in den Austausch zu gehen und mit den ganz verschiedenen Akteuren auch hier, sage ich mal, das gesamte Spannungsfeld aufzeigen zu können, mit der verhaltenen Hoffnung, dass es vielleicht doch noch mal sicherer und besser wird. Und nicht ganz so bescheiden, also da ergänze ich jetzt noch mal was. Nein, du kennst dich mit Zahlen aus, damals im Rahmen deiner Bankausbildung, aber viel wichtiger, Jura studiert und dementsprechend seit 10 Jahren auch wirklich mit scharfer Zunge und scharfer Feder, wenn ich das so sagen darf. Deshalb genießen wir auf jeden Fall heute auch deine Anwesenheit. Schön, dass du da bist. Ja, und dann haben wir den Herrn Kinshofer auch hier. Das freut mich sehr. Wir haben uns kennengelernt bei einer MDK oder MD-Veranstaltung hier in Bayern und Sie sind seit 1989 im Gesundheitswesen tätig, waren erst bei der DAK, sind dann zum Verband der Ersatzkassen gewechselt und sind, ich zähle das jetzt nicht immer alles auf, weil meine Referentin macht das wahnsinnig toll, aber erstens kann das sich hier keiner merken und nachher ist garantiert ein Fehler drin, den Sie dann korrigieren müssen. Aber viel wichtiger ist, dass Sie mittlerweile in der BARMER tätig sind, Landesgeschäftsführer sind
Und natürlich auch in ihrer Tätigkeit einen Blick auf die AKI haben. Einen für uns auch wichtigen Blick, weil wir sehen ja immer nur das, was man quasi hier erlebt und wir in unserem direkten Umfeld. Aber Sie natürlich als Vertreter einer großen Krankenkasse sehen das ganze Thema. Und wir sind nicht scheu, uns auch diesen Erkenntnissen zu stellen. Wir haben ja über die Begutachtung, muss das alles sein? Muss jeder wirklich in eine Potenzialerhebung? Ja, scheint doch so, dass es mal einmal sein muss, weil eben viel auch gesehen wird, was auch Sie gesagt haben, Frau Dr. Fleisch, was vielleicht nicht so toll ist. Ja, auch dem wollen wir uns stellen. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und schön, dass ich hier mit auf dem Podium sitzen darf und um mit Ihnen zu diskutieren. Es ist für mich auch eine tolle Geschichte, hier zu sitzen. Denn ja, irgendwie sehen wir zwar das ganze System, aber auch nur letztlich immer aus dem Blickwinkel einer Krankenkasse. Deswegen freue ich mich auf die Diskussion. Deswegen freue ich mich auch darauf, von Ihnen auch Informationen zu bekommen, die wir dann auch weiter verwenden können. Na, wir wissen sehr wohl, dass das System nicht perfekt ist. Ich würde sagen, wir kommen sicher im Laufe der Diskussionen drauf, ich würde sagen, dass, so wie es der Gesetzgeber eingeleitet hat, durchaus erstmal gewiss sinnvoll war, in einem gewissen Umfang. Wir wissen aber auch alle, wie Gesetze zustande kommen und dass es ganz oft der kleinste gemeinsame Nenner ist und dass wir es für die Zukunft dann auch verändern müssen. Und Gründe für die Veränderung oder Punkte für die Veränderung nehme ich heute auch gerne mit, um sie dann weiter in den Gremien zu diskutieren. Danke. Sie dürfen das Mikro direkt behalten, weil ich musste erstmal in meinen Karten rumsortieren, aber ich habe sie gefunden. Wir haben Fragen vorbereitet und bevor wir hier in die Diskussion einsteigen, ist es uns beiden immer wichtig, Hakim und mir, dass Sie auch nachher mit in die Diskussion kommen. Also es soll jetzt hier nicht ein Gespräch nur zwischen uns sechs werden, sondern auf jeden Fall nehmen wir Sie nachher mit an Bord und machen den Mikroservice selber. Das hält uns dann auch noch frisch für die restlichen Minuten und Stunden dieses Kongresses. Herr Kinshofer, gibt es bei Ihnen in einer der größten Krankenkassen neue Erkenntnisse im Zuge der Umsetzung des GKV IPREG und der untergesetzlichen Regelung? Also genau das, was ich jetzt gerade schon mal angetriggert habe, was ist das, was Sie jetzt in diesen Umsetzungszeiten, die sicherlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen holpern noch, was Sie uns hier mitteilen können als Vertreter einer großen Krankenkasse? Ja, einen Punkt habe ich jetzt vielleicht schon vorweggenommen, nämlich dass ich im Grunde verstehe, warum der Gesetzgeber das Gesetz so gemacht hat, wie er es gemacht hat. Und nochmal, um da gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen, das sind nicht alle Dinge, die drinstehen, auch wirklich gut oder nicht haltbar für die Zukunft. Aber dass es im Grunde so ist, wie es ist, das ist jetzt erstmal eine deutliche Verbesserung. Wir sehen das so im Rahmen der Qualität für die betroffenen Menschen. Ansonsten muss man ganz klar sagen, wir sind momentan in einer Einführungsphase dieser neuen gesetzlichen Regelungen, der Richtlinien und alles, was damit zusammenhängt. Wenn Sie mich konkret nach belastbaren Informationen oder Zahlen fragen würden, müsste ich sagen, die haben wir noch nicht. Belastbar ist momentan noch gar nichts, aber so die ersten Gefühle stellen sich ein, wie denn das System funktioniert oder vielleicht auch eben an der einen oder anderen Stelle, wo es nicht so funktioniert. Wir sind ja in der Einführungsphase und gerade im Vorgespräch haben wir uns auch noch so mal so ein bisschen darüber unterhalten, wo es denn hapert. Und da ist zum Beispiel auch zu nennen die Frage der verordnenden Ärzte und der potenzialerhebenden Ärzte. Das ist ein Thema, das ist noch nicht gelöst. Und die Frage wird sich jetzt wirklich stellen, wir haben jetzt noch 2 Monate knapp bis zum Jahresende, was ist da noch erreichbar und was passiert dann eigentlich, wenn wir die nötige Anzahl an potenzialerhebenden Ärzten nicht haben am Ende des Jahres, um alle wirklich entsprechend hier zu versorgen, um diese Potenzialerhebung auch durchführen zu lassen. Da wäre es halt jetzt schön gewesen, wenn der Herr Weller da gewesen wäre und uns die Informationen gegeben hätte, was das BMG da gerade drüber denkt. Wir sehen das schon ein bisschen mit Sorge, weil wir beispielsweise auch nicht erkennen, dass die KVen hier wirklich tätig werden. Informationen fehlen da an der Stelle, welche Initiativen es da gibt, um noch mehr Ärzte zu überzeugen, dass diese Tätigkeiten wichtig sind und dass sie auch durchgeführt werden sollen. Da verließen Sie ihn, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das wird spannend und es ist ein Thema, wo es hapert. Ein weiteres Thema beispielsweise, ich habe hier eine Ärztin neben mir, die auch verordnet und auch Potenzial erhebt, habe ich vorhin gelernt.
Es gibt viele Ärzte, die immer noch die Verordnungsvordrucke nicht hernehmen. Naja, wir sind in der Übergangsphase, kann man jetzt ein Stück weit immer noch tolerieren, aber die Information sollte schon so weit fortgeschritten sein, dass wir 3 neue Vordrucke haben und zu welchem Zweck die jeweils zu verwenden sind, das ist auch schade. Und auch da sehe ich aber die KVN zum Beispiel in der Pflicht, entsprechend zu informieren, was möglicherweise durchaus noch ausbaufähig ist. Dann würde ich noch gerne, vielen Dank, eine Frage nachschieben, und zwar nach den neuen Richtlinien auch den nun wirklich über die gesamte Fläche stattfindenden MD-Begutachtungen. Können Sie als Krankenkasse, die Sie das ja in Auftrag geben, schon erkennen, dass, vielleicht haben Sie auch schon eine Zahl, dass signifikant Menschen versorgt werden in der AKI, die dort nicht mehr versorgt werden können, entweder aus der gesetzlichen Regelung oder die nie hätten versorgt werden sollen? Können Sie da was dazu sagen? Also ohne Zahlen zu nennen, denn die habe ich tatsächlich noch nicht, aber das Problem, und ich dachte mir schon, dass das heute hier natürlich diskutiert wird an der Stelle, die Fälle, die in der Vergangenheit AKI anerkannt waren und jetzt durch die neue Begutachtung dann herausfallen, die gibt es, diese Veränderung gibt es, die sind für den Einzelfall durchaus problematisch, auch wenn es dann um die Frage der Folgeversorgung geht an der Stelle. Und ich habe auch gehört, und Sie haben ja gerade vorhin gesagt, Herr Jaschke, wir haben uns bei einem MD-Kongress kennengelernt, und da war auch die große Frage damals, wie die Kassen denn mit diesen Gutachten umgehen. Es gibt vielleicht immer noch Fälle, wo Kassen sehr kurze Fristen stellen. Da wird der Bescheid rausgeschickt, Aufhebung des Leistungsbescheides für die Vergangenheit. Und dann ist nur eine Frist von ein paar wenigen Tagen. So war das damals. Ich hoffe, dass wir heute weiter sind, dass die Kassen hier längere Fristen gewähren. Ich kann hier ja immer nur für die Barmer sprechen. Bei der Barmer ist es so, dass wir es, hört sich immer toll an, aber man muss es tatsächlich also sehen, dass wir es individuell sehen. In der Regel können Sie davon ausgehen, dass wir ungefähr einen Monat Zeit geben für die Umstellung und auch aber sehr behilflich sind für die Umstellung. Also wenn es da Fragen gibt für die Weiterversorgung, dann stehen wir da mit Rat und Tat, soweit es uns möglich ist, zur Verfügung. Also ich würde sagen, wir erkennen Veränderungen, ohne das wirklich an konkreten Zahlen festmachen zu können. Ich würde eigentlich genau Ihren Wunsch vielleicht aufgreifen und den dann gleich an Frau Dr. Fleischer, weil Sie sagen, okay, im Prinzip bräuchten wir Unterstützung von der Kassenärztlichen Vereinigung. Das ist ja bei uns die KVNO, mit der ich auch immer wieder in Kontakt bin. Ja, du lachst, ich denke, wir werden auch wegen eines Kilometerregresses da vor das Sozialgericht gehen müssen und dann dauert das auch. Ist sein Wunsch realistisch? Unterstützt uns die KV? Siehst du da Möglichkeiten, dass man sagt, okay, hallo liebe KV, das und das sind die Defizite, unterstützt uns? Oder da würde ich gerne nochmal, weil das ist ja für uns als Ärzte ja auch total wichtig, dass wir eigentlich die Unterstützung haben, nicht nur materiell, nicht nur Know-how, nicht nur Computer, sondern auch finanziell, weil ohne Fete keine Knete, sagen irgendwie meine Jungs immer. Also insofern, da bin ich mal ganz gespannt. Ja, zur KV. Ich habe mich jetzt, sagen wir mal, zu der Vergütung da nicht so sehr hintergeklemmt. Ich hatte ein paar Kontakte mit der KV, wenn ich das kurz ausführen darf, weil dann sind wir nämlich auch gleich beim Thema der zu wenigen Ärzte, die Verordnungen machen. Als letztes Jahr dann zum November 23 unheimlich viele Pflegedienste und Betroffene neue Verordnungen brauchten, hatten wir sehr viele Anrufe in der Praxis und zum Teil von sehr verzweifelten Menschen und sehr verzweifelten Pflegediensten, die einfach nicht wussten, wo sie die Verordnung herbekommen sollen. Ich habe dann etwa 10 Patienten in der näheren Umgebung, also bis Düsseldorf, begutachtet und will das kurz vielleicht einmal zusammenfassen, weil ich habe mit diesen Ergebnissen dann auch die KV kontaktiert und den Vorstand angeschrieben und hinterher auch telefoniert und habe gesagt, ich weiß gar nicht, wie Sie sich das vorstellen. Wenn ich mir einen Patienten angucke vor Ort, und das war in Wuppertal, also kein weiter Anweg, Anfahrt. Ich habe mir also den Arztbrief kommen lassen, ich bin hingefahren, ich habe ihn untersucht, ich habe mir die Beatmungen angeguckt, mit den Angehörigen gesprochen, habe bei den meisten Fällen hinterher auch nochmal mit dem Hausarzt gesprochen und auch mit den Angehörigen, die einbestellt, weil es einfach doch Verbesserungspotenzial gab, angefangen von Wechseldruckmatratzen über eine Wundversorgung, Wundmanagement etc. Wenn man das alles zusammennimmt, habe ich 4 Stunden gebraucht. Das sind auch Zahlen, die der medizinische Dienst in Nordrhein vorgestellt hat. Das ist so das Zeitfenster, was auch der MD, wenn die in die Häuslichkeit gehen, veranschlagen.
Für diese 4 Stunden bekommt man 25 Euro für den Hausbesuch und für die alle 3 Verordnungen, also Potenzialerhebung und die Verordnung, 95 Euro. Das sind 120 Euro. Und das ist einfach bei aller Passion, es ist einfach nicht machbar, wenn man nicht pleite gehen will. Und ich habe der KV geschrieben, wie sie sich das vorstellen, wie sie glauben, dass das Ärzte machen können und tragen können, wenn man sich einfach mal den Stundensatz auch anguckt, den vielleicht Handwerker bekommen. Wir hatten dann 1-2 Telefonate und dann habe ich eigentlich von der KV nichts mehr gehört. Vor einem Jahr hatte ich eine Sachbearbeiterin, die auch sehr engagiert war. Die ist auch 2-mal mit in die Häuslichkeit gegangen, hat sich die WG angeschaut, was ich glaube, was ein sehr guter Weg ist, dass Sachbearbeiter vielleicht auch einfach mal vor Ort sehen, was anfällt an Bedürfnissen und auch an Nöten. Aber das war es dann eigentlich. Also diese Zusammenarbeit mit der KV und die Unterstützung der KV, ich habe mich da mehrfach angeboten, auch zu sagen, lasst uns netzwerken, lasst uns austauschen. Das hat leider nicht stattgefunden. Ja, vielen Dank. Also ich greife das auf und vielleicht wird das auch gleich Thema. Nachher werden vielleicht sogar Menschen definitiv aus anderen Bundesländern vielleicht Ähnliches berichten. Und deshalb wollte ich das so aufgreifen, weil ich glaube, die KV wird uns am Ende tatsächlich nicht unterstützen. Und auch jetzt schon, es gibt immer wieder Online-Seminare tatsächlich oder Online-Fortbildungen, wo eigentlich immer sehr schön die Zahlen veröffentlicht werden, wie viele Verordner und wie viele Potenzialerheber doch es schon gibt. Und 22 geteilt durch x Ärzte, dann, wenn jeder so 6 bis 10 macht, dann ist das erledigt. Ne? Und das ist wirklich noch, glaube ich, eine ganz große Diskrepanz. Das ist ein Fakt. Und vielleicht haben wir die ein oder andere Idee, wie man da vielleicht nochmal hingucken kann. Hm. Ja, und wenn man dann noch die barrierefreien Praxen mit einrechnet, dann fallen da ja automatisch gleich mal 60% raus. Da hatten wir noch drüber geredet. Also nur weil da Pneumologe draufsteht, heißt es noch lange nicht, dass der Tim Melkert oder Nina Hoffmann oder wer auch immer da ganz easy hinkommen kann. Das heißt, sie müssen ihre Potenzialerhebung in der Klinik machen lassen oder die Ärztin, der Arzt muss nach Hause kommen. Jetzt machen wir mal einen Switch in die nächste Ebene, die Pflegeunternehmen angeht. Martina, wir haben ja, wie gesagt, eine Vorrunde gehabt und ihr habt richtig Alarm in Baden-Württemberg. Das müsste mittlerweile jeder eigentlich wissen. Aber du vertrittst ja nicht nur Baden-Württemberger Unternehmen, sondern ihr seid ja im ganzen Bundesgebiet unterwegs. Aber wie viele Unternehmen vertretet ihr vielleicht, dass die Zuhörerinnen hier auch einen Eindruck kriegen, über was reden wir hier an Masse der Intensivpflege? Und dann schilder uns doch bitte einfach mal so die 3 größten Baustellen, die du gerade hast und die dich in Wallung bringen, wie wir so schön sagen. Gell? Ja, Christoph, du hast mich ja damals schon in Wallung erlebt bei der Vorrunde und ich glaube, die ganzen Leistungsträger in Baden-Württemberg, die sind derzeit in Wallung, das kann ich Ihnen garantieren. Also wir vertreten gerade roundabout so 150 Pflegedienste, Leistungserbringer, aber auch, das sind auch Verbände drunter, also es ist nicht nur an Leistungserbringer festgemacht, sondern es sind Verbände drunter, Bildungsanbieter und auch Provider. Also ich kenne das ganze Spektrum der Not, die gerade wirklich da ist. Ja, was bringt uns so in Wallung? Es bringt uns in Wallung, dass am 1.7. eigentlich die Versorgungssicherheit über den 132L gewährleistet sein sollte und die ist einfach nicht da. Also wir haben immer noch das Problem in Baden-Württemberg, dass wir nicht wissen, ob unsere Wohngemeinschaften im Januar 2025 noch bestehen. Und was mich so in Wallung bringt, ist, dass es da um sehr, sehr viele Schicksale, sehr viele Patienten geht, die quasi überhaupt nicht wissen, ob sie ab 25, wenn weiter die Löhne steigen und nichts refinanziert wird, ob sie überhaupt noch ihre Heimat behalten. Um nichts weniger und nichts mehr geht es. Und das macht uns einfach fassungslos, dass ja, viele Kostenträger zuschauen, auch viele Politiker zuschauen, wir große Not haben, wir sie auch immer anschreiben, wir um Gespräche bitten, um einfach ins Gespräch zu kommen und diese untragbare Situation zu beenden und trotzdem bekommen wir keine Bescheide, wir werden nicht eingeladen, wir haben immer die gleichen Verhandler, die eben in Baden-Württemberg auf diesem Weg sind, dass die, wir wollen es jetzt nicht so vermuten, aber dass diese Wohngemeinschaften in Baden-Württemberg nicht mehr da sein sollen, weil alles andere macht keinen Sinn.
Ja, alles andere macht keinen Sinn. Und das bringt uns wirklich in große Not. Und wir haben halt auch die Not, dass auch die Interimsverträge, ich habe das Ihnen vorher gesagt, uns nicht die Not lindern, weil die Löhne weiter steigen, weil wir Angst haben, unsere Mitarbeiter zu verlieren, weil wir nichts mehr refinanzieren können und eigentlich komplett an der Wand stehen. Und das ist, was uns Leistungsbringer wirklich in Wallung bringt, weil das gute Anbieter sind. Es sind nicht die schlechten, die man damals vom Markt haben wollte, sondern es sind die guten Anbieter, die seit Jahrzehnten mega tolle Qualität machen, viele Krankenschwestern einen tollen Job machen und die jetzt in dieser Not sind und man lässt sie da ganz alleine einfach stehen. Das sind mal die wichtigsten Punkte. Herr Kindshofer, Sie dürfen gleich und ja, das bringt einen auch in Wallung und es ist auch nicht nur Gerede, es ist nicht nur die Androhung, wir rutschen hier in Insolvenzen, sondern es ist in Baden-Württemberg, auch das haben vielleicht der ein oder andere hat es mitbekommen, hat erst kürzlich ein Kinderintensivpflegedienst seine Türen geschlossen, Insolvenz angemeldet. Und diese Menschen müssen weiterversorgt werden. Das ist nicht das Problem, dass die Mitarbeiter keine Arbeit mehr haben, weil die brauchen genau 4 Minuten, dann haben sie eine andere Arbeit. Aber diese Insolvenzen finden statt. Das ist eine ganz konkrete Situation. Herr Kindshofer, Sie waren auch in unserem Vorgespräch hatte ich doch zu Ihnen gesagt, wir könnten ja die nette Frage stellen, können Sie mal der AOK Baden-Württemberg erklären, wie man 132L-Verträge mit funktionierenden, guten Unternehmen abschließt, weil irgendwie kriegen die es einfach nicht hin. Die einfache Antwort ist ja. Klar. Nee, also Spaß beiseite. Ich war selber erschrocken. Also wir sind ja per Bundesland organisiert, auch schon vom Gesetz her. Das heißt, so einen richtigen Blick, so normal in die anderen Bundesländer habe ich erstmal auch nicht, aber in der Vorbereitung und weil Sie mich ja auch gefragt haben, was ist denn da in Baden-Württemberg los, habe ich dann mal nachgeschaut und muss ganz ehrlich sagen, ich bin da wirklich erschrocken, dass da praktisch ja noch gar nichts passiert ist in dieser ganzen Zeit. Also zumindest was die Anzahl der Abschlüsse betrifft, da ist bestimmt irgendwas passiert, ne? Aber zumindest keine Abschlüsse. Anders als in Bayern, da sind wir, glaube ich, wirklich auf einem guten Weg. Auch hier ist noch nicht alles Gold, was glänzt, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ich denke trotzdem, wir sind in einer Übergangsphase, das müssen wir uns alle hier schon nochmal klar und deutlich machen. Das heißt, der Gesetzgeber hat uns gesagt, wir müssen das ganze System neu aufsetzen. Das ist ein Riesending, was wir da momentan gerade wuppen. Also viele Dinge sind ja schon gemacht worden mit den Richtlinien, mit den Begutachtungsanleitungen und so weiter. Und momentan sind wir eben jetzt dran, mit den Verträgen, mit den Zulassungen das zu machen. Und da kann ich verstehen, dass es entsprechende Vorbehalte gibt oder dass es auch Ängste gibt, dass da irgendwas möglicherweise, so wie Sie es gerade geschildert haben, kann ich meine Leute noch bezahlen, wie ist die Versorgung dann ab Januar? Aber das, glaube ich, muss man an der Stelle, und bitte schön, jetzt lünchen Sie mir nicht, aber ich muss es einfach so sagen, das muss man an der Stelle auch ein Stück weit aushalten. Das ist in diesem System immanent, wenn man im Verhandlungsprozess einfach ist. Wenn man sich nicht einigen kann in der Verhandlung, hat der Gesetzgeber auch ja ganz klares Regelwerk geschaffen, was dann passiert. Dann gehen wir vor die Schiedsstelle. Das können die Dienste einleiten, das können die Kassen einleiten. Also Sie müssen sich das auch nicht gefallen lassen in Baden-Württemberg, zu sagen, Sie werden da hingehalten, dann gehen Sie vor die Schiedsperson. Ja, das wäre ganz nett, wir kriegen aber keine Termine. Das ist das große Problem und bis dahin werden halt ganz viele Dienste einfach nicht mehr existieren. Also das ist ja immer so die Argumentgrundlage, ja, dann gehen Sie zur Schiedsstelle, wir haben da ganz tolle Wege eingerichtet, dass Sie das tun können, das würden wir alle sehr gern tun. Aber ich würde jetzt einfach mal kurz eine Frage in den Raum stellen. Also warum wacht niemand auf, wenn in einem Bundesland fast jeder vor die Schiedsstelle geht? Das ist ja eigentlich ein Ausnahmefaktum und nicht die Regel. Ja, also das verstehe ich überhaupt nicht, dass da alle zugucken und sagen, ja, dann gehen Sie doch bitte schön mal vor die Schiedsstelle. Ja, danke, das würden wir gerne machen, aber Punkt 1, kriegen Sie mal einen Termin. Das wird mega verschleppt und bis dahin gibt es diese Dienste dann nicht mehr. In Bayern passiert ja dann immer Folgendes in solchen Situationen. Wir kriegen eine Einladung ins Gesundheitsministerium und dürfen uns da die Leviten lesen lassen. Und das meine ich wirklich so. Und das passiert einfach immer wieder mal von beiden Seiten. Das ist jetzt nicht nur von den Kassenseiten, sondern auch von den Leistungserbringenden her in unterschiedlichsten Bereichen. Jetzt einfach mal die Gegenfrage, Frau Wittmann, was macht der Herr Lucher dann in Baden-Württemberg? Ist das eine Möglichkeit? Ganz kurze Antwort, nichts.
Also wir haben uns sehr häufig an das Gesundheitsministerium gewandt. Wir haben viele Anfragen gestellt. Glauben Sie mir, wir waren nicht müde. Wir bekommen keine Rückantwort. Nichts, gar nichts. Ich würde mal auf meine damals ironisch in den Raum gestellte Frage nochmal zurückkommen und auf Ihre schnelle Antwort auch nochmal zurückkommen. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen da drüben sagen könnten, wir spielen hier nicht irgendein Spiel, sondern es ist wirklich, es ist auch nicht 11:55, wir sind weit über die 12 schon rüber, es ist wirklich krass. Und Sie haben es selber gesagt, es sind null Verträge meines Wissens oder sind jetzt irgendwie in den letzten Tagen irgendwie zwei abgeschlossen worden, sind null Verträge 132L abgeschlossen. Also es ist große Not und ich glaube, es ist was anderes, wenn Sie unter sag ich mal, Kolleginnen und Kollegen aus dem anderen Lager auch, egal, wenn sie denen einfach sagen, das geht nicht. Und wir haben in Baden-Württemberg Hunderte von Versorgungen und das hat System. Ja, das System. Und das System funktioniert, sonst gäbe es die Insolvenz nicht. Ja, aber genau das ist doch, finde ich, die empfundene Hilflosigkeit. Egal in welche Berufsgruppe wir doch schauen, immer propagieren wir, sprecht euch doch ab, ihr Ärzte, findet doch die Pneumologen. Wir haben, ich glaube, 1000 E-Mails an die niedergelassenen Pneumologen geschickt, keiner kommt vor die Tür. Hier höre ich die Kasten. Also wir haben in NRW, ich sage es jetzt einfach mal, ne, AOK, IKK Classic, ja super, bestimmte Einrichtungen, da sollen alle hin, die reden nicht miteinander. Dann haben wir heute medizinischer Dienst. Es gibt wirklich nur erlesene Kolleginnen und Kollegen, die sich hier hinstellen, Zahlen veröffentlichen und sagen, hey, eigentlich reden wir hier von maximal 5-10, wenn überhaupt, Prozent, die wirklich in dieses E-Präg eigentlich hineingehören. Und auch die, also ich glaube, wir haben, das ist die Hilflosigkeit, wo ich sage, eigentlich wollen wir, müssen wir, dafür gibt es ja Gott sei Dank immer wieder und wieder und nochmal, ich komme auch zum 40. Mike hoffentlich, wenn ich dann so mit Stock oder was soll ich. Also insofern, dass man sich zwar austauscht, aber ich glaube, was wir brauchen, ist nochmal, wir haben es ja gestern oder vorgestern gesagt, so eine gewisse, nicht Nachhaltigkeit, sondern eine Nachhalligkeit, dass das, was wir einfach mal hoffentlich veröffentlichen, sprechen, jetzt aufzeichnen, auch nachhalt. Und ich nehme mal Ihren Wunsch, dass wir noch uns ein bisschen gedulden. Ja, okay, das können wir natürlich. Aber es gibt natürlich Menschen, die heute unter uns sind, die sagen, es geht nicht mehr, die Luft ist bald weg. Also insofern, das nehme ich mit und würde sonst, wenn du nichts hast, mal an Sebastian, der schon so ein bisschen schreibt. Entweder stelle ich dir eine Frage aus unserem Protokoll oder du legst direkt los. Was ist dir lieber? Nee, ich will, dann, wir machen schon einen Switch zum Sebastian. Ah, okay, war zu früh. Und zwar würde ich gerne das, was gestern Thomas Klee in seinem Vortrag in der Eröffnung des Rechtssymposiums gesagt hat, es geht um auch Teilhabe. Ja? Und Sebastian, du bist in deiner Arbeit, hast du nicht nur SGB-5 auf dem Schirm, sondern du bist eben auch in diesem Bereich Teilhabe, den Menschen zu ermöglichen, unterwegs. Wie fühlt sich für dich die aktuelle Situation an? Mit was beschäftigst du dich, sowohl verbandlich wie unternehmerisch? Vielleicht kannst du uns da mal einen Blick reingeben. Ja, also zunächst Teilhabe will ich auch gerne nochmal berühren, aber wo befinden wir uns in der außerklinischen Intensivpflege, ist ja die Überschrift. Und ich will nochmal in der Kürze, in der möglichst größten Kürze das beschreiben. Wir haben zum Gesetz 4 elementare Versprechen bekommen. Höchste Versorgungsqualität, beste Rehabilitationschancen, Schutz vor schwarzen Schafen, betrügerischen Leistungserbringern und ein uneingeschränktes Wunsch- und Wahlrecht zum Versorgungsort. Ich habe in die Runde gefragt, noch vor einer Woche, und habe gesagt, Leute, Selbsthilfe, Verbandskollegen, also wir wissen, die Selbsthilfe hat ungefähr hunderte von Fällen, wo Versorgungsabbrüche anstanden, wo Zahlungen verwehrt wurden, wo Mitarbeiter nicht finanziert werden sollten, hunderte von Fällen. Sie haben, glaube ich, 40 Dokumentierte an die Politik übergeben. Die Reaktion war keine. Aber ich frage mal die Gegenfrage. Wie viele Menschen sagen, toll, das GKV IPREC hat mein Leben zum Besseren verändert, ich habe eine bessere Versorgungsqualität, alles ist top.
Alle haben nur gelacht, sagt keiner. Also, wir haben Hunderte auf der einen Seite und keinen auf der anderen Seite. Und das ist für uns als Selbsthilfe natürlich ein alarmierendes Signal. Das zeigt deutlich auf, hier funktioniert was nicht. Dann haben wir beste Rehabilitationschancen. Wir haben im August letzten Jahres im Gespräch mit dem BMG darauf aufmerksam gemacht, dass im klinischen Weaning eine Mortalitätsrate von 30% plus herrscht. Die parlamentarische Staatssekretärin räumt sogar Mortalitätsraten bis zu 50% ein. Wir haben gesagt, da müsst ihr das klinische Weaning stoppen und ihr müsst Standards einführen. Diese Mortalitätsraten gehen überhaupt nicht. Und als Reaktion hat das Gesundheitsministerium dann Folgendes getan. Drittens. Schutz vor schwarzen Schafen. Also eines der Hauptargumente war, wir müssen Abrechnungsbetrug unterbinden, wir müssen dafür sorgen, dass es eben die bestmögliche Qualität gibt. Bin damals mit dem damaligen Staatssekretär im BMG, das war damals Karl Laumann, aneinander gerasselt, weil ich ihm gesagt habe, er war nun derjenige, der gesagt hat, das machen wir mit Kontrolle. Ich sage, Kontrolle hat uns noch nie weitergebracht. Die einzige Möglichkeit, wie sie ein schwarzes Schaf aussortieren können, ist, indem die Betroffenen eine Wahlmöglichkeit für ein besseres Angebot haben. Was erleben wir denn aktuell? Gerade im Bereich der Kinderversorgung höre ich immer wieder, es sind Familien, die müssen alles mitmachen. Das heißt, die müssen akzeptieren, dass es Dienstausfälle gibt. Die müssen dort ständig einspringen. Die müssen schlechte Kräfte akzeptieren. Warum? Weil sie Angst haben, dass wenn sie das der Krankenkasse melden, die Krankenkasse sagt, jetzt ist die Versorgung nicht mehr sichergestellt und das Kind muss jetzt vollstationär in einem Heim versorgt werden. Man hat diese Familien ausgeliefert. So ist mein Eindruck an dieser Stelle. Ich kann also nicht sagen, dass diese Versprechen gehalten wurden. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Freies Wunsch- und Wahlrecht des Versorgungsortes. Wir haben im Juli 2023, also wir hatten die Befürchtung, wir haben nämlich nicht so ganz dem Braten getraut, wir hatten die Befürchtung, dass es zu massiven Leistungsverschiebungen kommen würde im Rahmen des GKV-IPREC von den gesetzlichen Krankenversicherungen in die Eingliederungshilfe und in die soziale Pflegeversicherung. Und wir haben das festgemacht, weil im Gesetz steht, die Dienstleistung kann nur erbracht werden von geeigneten Pflegefachkräften. Und wir wissen und wussten, dass jede Masse Pflegehelfer sozusagen beschäftigt sind, einfach aus der Not, weil es keine Fachkräfte gibt und gab. Und dementsprechend hatten wir die Sorge, dass die Krankenkassen die Argumentation aufbringen könnten, zu sagen, naja, den Pflegehelfer finanzieren wir nicht mehr, der gehört ja nicht in unseren Leistungsbereich. Und diese Schreiben kam tatsächlich im Juli 2023, das war die Techniker-Krankenkasse, die dort damals sehr verhaltensauffällig war. Und es ist, glaube ich, nur einer geeinten Initiative der Spitzenverbände der Sozialhilfeträger zu verdanken, die gesagt haben, bitte BMAS, bitte BMG, unternehmt alle gesetzlichen und untergesetzlichen Maßnahmen, dass das nicht bei uns ankommt. Das sehen wir nicht. Und dann waren wir sehr erstaunt, dass innerhalb von 2 Wochen, so habe ich das in Erinnerung, das BMG, dem GKV-Spitzenverband, eine aus der Gesetzesbegründung abgeleitete Pflicht zur Fortfinanzierung der Pflegehelfer in den Arbeitgebermodellen ermöglicht hat. Das heißt, wäre das nicht gekommen, hätten wir massive Eigenleistungsanteile, Steigerungen gehabt in häuslichen Versorgung. Die hätten das Wunsch- und Wahlrecht natürlich komplett ausgehebelt. Wir nehmen jetzt wahr, dass man offenbar über die nach unserer Auffassung obsolete Kostenabgrenzungsrichtlinie wieder versucht, hohe Eigenleistungsanteile in häusliche Versorgung zu bringen, um damit letztendlich in kohortierte, stark kohortierte Versorgungsstrukturen zu münden. Und da komme ich jetzt zur Teilhabe. Wenn ich eine 1-zu-1-Versorgung habe,
dann habe ich sicherlich eine gute Teilhabemöglichkeit, weil ich muss mich ja in dem Einsatz der Pflegekräfte, die 24 Stunden da sind, nicht besonders abstimmen. Das heißt, ich kann Teilhabe realisieren, ohne weiteren Abstimmungsbedarf. Wenn ich zwei Versorgungen habe mit 1,5:1, also zwei Versorgungen, zwei Examinierte am Tag, einen in der Nacht, auch dort wird man Teilhabe gut realisieren können. Habe ich einen Personalschlüssel 3:1, also drei Betroffene auf eine Examinierte und ich habe dann 6 in einer Gruppe. Wie ist denn dann die Teilhabe? Ich würde anfangen zu denken, dass wir dann bei einer 1:1 Versorgung Teilhabe sind und wenn der draußen ist, habe ich 5-mal gefährliche Pflege auf der anderen Seite. Weil dann irgendwann das Personal eine examinierte Kraft nicht ausreicht oder zwei, um die große Zahl derer, die verblieben sind, dann noch hinreichend zu unterstützen. Und da sehen wir tatsächlich eine Teilhabeeinschränkung, muss ich so deutlich sagen. Und ich glaube, das, was jetzt wichtig ist, es muss endlich Klarheit kommen, es muss endlich Rechtssicherheit kommen. Es ist für unsere Betroffenen nicht länger hinnehmbar und nicht länger erträglich, dass wir seit 4 Jahren, 5 Jahren sagen, was schlecht läuft, was verändert werden muss und dass wir immer noch nicht gesetzliche Regelungen haben, die das umsetzen. Die Zeit dafür wäre da gewesen. Und das nächste Datum, wo wir hinschauen, ist der 31.12.2024. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens in Bezug darauf, dass ich jetzt Potenzialerhebungen brauche, weil die Übergangsfrist, übrigens gesetzeswidrig, ausläuft. Und ich jetzt ein formales Kriterium auf der Breite nicht erfüllen würde. Die Zahlen, die jetzt gerade bekannt gegeben werden, ist, es haben rund nur 50% der Betroffenen eine Potenzialerhebung. Wie wollen wir in 2 Monaten das schaffen, was wir über Jahre nicht geschafft haben, um zu verhindern, dass es dort zu Versorgungsabbrüchen kommt? Das ist das nächste Thema. Aber das zweite ist, die Leistungserbringer haben Übergangsregelungen teilweise in den Bundesländern, die ebenfalls zum 31.12.2024 auslaufen. Das heißt, ich habe als Betroffener 2 Probleme. Selbst wenn ich die Potenzialerhebung habe, selbst wenn ich die Verordnung bekomme, kann es sein, dass mein Pflegedienst dann über die Wupper geht. Sie wissen, woher der Spruch kommt. Weil oft über der Wupper, man muss über die Brücke zum Insolvenzgericht. Und wenn etwas über die Wupper geht, dann meldet man Insolvenz an. Das heißt, wir haben am 31.12.2024 wieder eine hochkritische Situation. Und ich muss das so deutlich formulieren, das ist schlechte Arbeit, das ist schlechte gesetzgeberische Arbeit und das muss aufhören. Ich habe eine scharfe Zunge angekeult, ne? Ist gut. Ja, ja und auch eine gute Pointierung. Vielen Dank, Sebastian. Und ich meine, Ihnen da draußen muss ich es nicht erzählen, aber einfach mal, damit es auch einmal erfasst wurde. Also der 31.12. eines Jahres ist auch einfach für alles ein schlechtes Datum, weil am 1. nicht gearbeitet wird, am 2., 3., 4., 5. in der Regel auch noch nicht so richtig. Also diese am Ende des Jahres Fristen reinzubauen, immer eine schlechte Sache. Ich kann ja mal ein bisschen was spoilern zum Thema KBV, während die Teilnehmenden hier sich schon warm laufen. Also es ist da schon klar bei der KBV, dass das Thema Potenzialerhebung und Verordnung so nicht umsetzbar ist. Auch darüber haben wir im Vorgespräch noch mal kurz geredet. Das würden die jetzt natürlich nicht uns offiziell alle sagen, dass sie schon eine Lösung gefunden haben, weil sonst könnten wir ja auch sagen, ja, was macht denn ihr dann die nächsten 2 Monate? Also wird es wahrscheinlich wieder so eine kurz vor knapp Punktlandung, in der man dann sagt, für die und die Gruppe ist es nicht notwendig, für eine andere Gruppe machen wir es schon. Wahrscheinlich wieder so kompliziert, dass wir es alle erstmal nicht checken, aber gut, dass wir ein paar Anwälte und Anwältinnen haben, die uns das dann nochmal erklären. Also man ist da dran. Woran man nicht ist, aber das haben wir ja jetzt geklärt, weil Herr Kinshofer sich bereit erklärt hat, eine AOK Baden-Württemberg-Schulung zu machen, wie man Verträge verhandelt.
sind die Verträge und wir sind in größter Not und die, die den Maik regelmäßig besuchen, wissen, dass ich 2019 zu der Podiumsdiskussion, als wir den Referentenentwurf auf dem Tisch liegen haben, auch schon gesagt, wer hat sich eigentlich den Wahnsinn ausgedacht? Du hast eine Frage? Ich habe den Herrn Brendler aus München, der was sagen möchte. Okay. Ja, hallo. Also ich bin im Bereich SAPV für Kinder und Jugendliche in Oberbayern unterwegs, also München und Oberbayern. Und ich würde gerne, also ich könnte zu vielen Sachen jetzt sagen, aber ich beschränke mich auf zwei Themen, die sich auf Kinder und Jugendliche fokussieren. Das erste, was der Sie, Herr Lemme, gerade gesagt haben zum Thema Pflegedienste und Erpressbarkeit bzw. ausgeliefert sein, ist genau so und sogar noch schlimmer. Letztendlich müssen sich die Leute alles gefallen lassen, was der Pflegedienst macht, weil wenn sie irgendwas sagen, der Pflegedienst theoretisch immer eine Möglichkeit hat, ja, dann kommen wir ab morgen nicht mehr, dann suchen wir uns andere Klienten, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Nicht-Versorgt-Sein, was dazu führt, dass selbst Gewalt passiert, also die wirklich über Grenzen geht, von Einschlafen im Nachtdienst brauchen wir gar nicht mehr zu reden, das ist mittlerweile ja normal, aber dass halt auch wirklich die Kinder zum Teil sogar geschüttelt und geschlagen worden sind und man trotzdem den Pfleger behalten muss oder die Schwester, weil halt leider keine Alternative gibt. Es ist weder übertrieben noch zugespitzt, sondern das ist die Wahrheit und es ist nicht einmal, sondern mehrmals in verschiedenen Facetten. Ich könnte Ihnen jetzt hier mindestens 20 Familien aufschreiben, die Ihnen, und zwar ohne Übertreibung, die Ihnen Horrorgeschichten erzählen könnten, wie es funktioniert in der Versorgung für die, die Intensivpflege haben. Und ich würde aber auch nochmal auf das andere Thema, wo ja auch schon kurz eingegangen wurde, die Kinder und Jugendlichen, die nach den neuen Gesetzen eigentlich keinen Anspruch mehr haben auf Intensivpflege. Also im Erwachsenenbereich gibt es ja immerhin noch Pflegedienste, die nicht Intensivpflege machen. Im Kinderbereich sind die ja alle eigentlich Intensivpflege, die kriegen dann nur weniger Geld. Ja, und dann versuchen sie, gehen sie natürlich nicht in die Versorgung, wo sie weniger Geld kriegen, sondern sie gehen in die Versorgung, wo sie mehr Geld kriegen. Und am Ende des Tages ist es so, dass diese Intensivpflege nur genehmigt wird, wenn die Kinder, wenn sie nicht beatmet, racheotomiert sind, regelmäßig lebensbedrohliche Ereignisse haben müssen, die auch nicht wirklich definiert sind. Und wenn ein Kind regelmäßig epileptische Anfälle hat, wo sie zum Schnaufen aufhören und blau werden und dann aber nur umgelagert werden müssen, um das sozusagen dann wieder in Ruhe zu bringen, ist das keine lebensbedrohliche Krise. Das heißt, die kriegen keine Intensivpflege, wenn der MD-Mitarbeiter den Gesetzestext sehr restriktiv auslegt, haben wir dann keine Chance. Also wir haben eine Nichtversorgung dieser Kinder und Jugendlichen am Ende des Tages. Und letzter Satz, wenn wir eine Bundesregierung haben, wo SPD und Grüne regelmäßig sagen, wie menschenfreundlich sie sind und wie gleich alles sind und wie man gendern muss und wie alles gerecht sein muss und dann diese Leute wirklich sterben gelassen werden und allein gelassen werden, dann muss ich mir schon wirklich die Frage stellen, wie wir uns eigentlich veräppeln lassen als deutsches Volk. Ganz ehrlich, oder das ist unglaublich menschenverachtend, aber die Zunge ist ganz toll dabei, zu sagen, wie gerecht alles sein muss und wie wir uns an der Hand halten müssen und gemeinsam tanzen. Also es ist ganz schlimm. Vielen, vielen Dank. Danke. Auf die Gefahr hin, dass das etwas zerfließt, weil wir auch in der Eingangsrunde viele Themen haben, denke ich, das ist ein Kaleidoskop, was wir jetzt haben. Und ich möchte aber doch die Gelegenheit nutzen, einige Sachen zu adressieren, auch wegen der dort anwesenden Personen. Stichtag 1.1. Zu wenig Potenzialerhebende haben wir gehört, aber auch zu wenig Verordnende. Ich habe es immer wieder, die Liste wurde zitiert und höre dann von Klienten, die sagen, ja, ich habe die und die abtelefoniert und die haben gesagt, wir wissen gar nicht, dass wir auf der Liste stehen, keine Ahnung. Das heißt, das, was der Herr Lehmann von der KBV auch in Folien verbreitet, so und so viele stehen zur Verfügung, ist gelogen. Ja? Schlicht und muss es wirklich sagen, hier wird gelogen. Also das erstmal Nummer eins. Zweitens, der Anreiz für neue, also die bisherigen Niedergelassenen dürfen ja weiter verordnen, egal ob sie jetzt potenzialerhebungsberechtigt sind, also auch einfache Hausärztinnen und Hausärzte, wenn sie schon mal nach HKP Nummer 24 verordnet haben.
Sie sollen die Qualifikation haben, die Sie sich selbst bescheinigen können. Ich bin qualifiziert. Das reicht nach dem AKI-Richtlinie aus. So, jetzt gibt es die Möglichkeit für neue Ärztinnen und Ärzte, die auch gewonnen werden sollen, trotz dieser Vergütungsgeschichte, die Sie erzählt haben. Ich frage mich, wo die herkommen. Ja? Die müssen wirklich gebeutelt sein. Die sich jetzt melden, um verordnen zu dürfen. Die müssen eine Foliensammlung in der KBV-Seite erarbeiten von Fortbildungsfolien. Ich habe vor 3 Jahren nachweisen können, mit Hilfe zweier Kollegen, dass dort 70 Fehler sind und 70 Auslassungen. Die ärztlichen Kollegen, die diese Fortbildung machen, werden verarscht. Nach Strich und Faden ein Speichfeldschrittmacher wird dort aufgezeichnet mit einem Kabel von rechts oben nach links unten. Und zum Beispiel, ja, wer es weiß, es ist Katastrophe. Also hier ist es ist angemahnt worden bei der KBV. Uns ist von Herrn Lehmann zugesagt worden, das zu ändern. Es ist bis heute nicht passiert. Du warst auch an der Diskussion beteiligt. Das heißt, ich adressiere es absichtlich auch in Richtung der von Ihnen, Herr Gensofer, dass Sie auch wissen, welche Sache da gespielt wird. Wir können lange warten auf Ärzte und Ärzte, die sich da beteiligen, wenn die dann noch verbildet werden. Das geht auf Kosten der Klienten und ist in meinen Augen, ich bin kein Jurist, Anstiftung zur Körperverletzung. Ja? Aber die dritte Sache ist, dass die Verordnungspraxis, es heißt ja, dass die Privatärzte und Klinikärzte an der kassenärztlichen Versorgung, vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen können. Ich habe es überlesen, dass ich das nur auf die Potenzialerhebung verlegt habe. Ich habe 60 Verordnungen gemacht für nichts. Ja? Das heißt, es war illegal, aber die Krankenkassen, einschließlich Barm haben es alles und AOK Baden-Württemberg, die meisten waren AOK Baden-Württemberg, haben das durchgewunken und akzeptiert. Ich darf alles machen. Natürlich kriege ich nichts dafür. Ja? Das heißt, es interessiert insofern keiner. Die Klienten haben davon das Profit, dass sie halt die Verordnung bekommen haben. Aber auch dort ist die Situation nicht geklärt. Und wir werden nicht mehr Ärztinnen und Ärzte gewinnen für diesen ganzen Prozess, wenn das nicht sich unmittelbar auch durch Verordnung, wie auch immer, ändert. Das wollte ich jetzt nur adressiert haben, diese teilweise auch in eigener Sache gesprochenen Dinge. Es sei noch ergänzt, vielleicht auch an Ihre Adresse, genau, dass mir die KBV auch öffentlich und die KV Baden-Württemberg mitgeteilt habe. Ich muss zur Abrechnung meiner privatärztlichen Leistung ein Kassenarztsystem anschaffen, was teurer ist als das, was ich herausbekomme. Und das bei 60 Verordnungen und 60 Potenzialerheben. Völlig absurd. Ich halte das für eine Unterschlagung, für eine strukturelle Unterschlagung und werde das auch gerichtlich prüfen lassen. Vielen Dank. Christoph, ist das okay, Frau? Ja, das ist ja Diskussionsrunde. Perfekt, weil ich würde sonst genau das Wort jemandem geben, wo offensichtlich außer, tagtäglich warte ganz Wahnsinn. Kurz, außer hier am Podium. Sehr gerne. Ich wollte da gerne noch mal was zu ergänzen, weil wir die ganze Zeit über die Hausärzte und die Pneumologen sprechen. Und ich denke auch, das ist ein Riesenproblem. Aber auch die Patienten, die jetzt gut versorgt sind in einer Wohngemeinschaft, und man muss sagen, pflegerisch sind die meisten wirklich sehr gut versorgt, haben überhaupt gar keinen Zugang zu anderen Fachärzten. Also ein Dermatologe, wir haben darüber gesprochen, auch psychiatrisch haben wir oft wirklich große Not bei den Patienten, die mit Psychosen, Schizophrenie, die sind kanüliert, die kann ich nicht in die Klinik schicken. Es gibt keine Psychiatrie bei uns im Umkreis, die kanülierte Patienten nimmt, weil sie keine Überwachungsmöglichkeiten haben. Und dann, die dann in ihrer Unruhe, in ihrer Psychose eben sediert werden und auf jeden Fall keinen Zugang haben zu psychiatrischen Fachärzten. Genauso geht es auch mit Dermatologen und Gynäkologen. Die Patienten müssen, wenn dann notfallmäßig in die Klinik, haben den Transport, haben höhere Kosten und die Betreuung. Ich habe da einen Patienten vor Augen mit einer ganz schweren Schuppenflechte von Kopf bis Fuß. Das ist eben eine dauerhafte Versorgung, wo der Dermatologe regelmäßig gucken müsste und nicht alle halbe Jahr, wenn einem das im Schub um die Ohren fliegt. Ist einfach nicht gewährleistet. Und das Dritte, auch eine psychologische Betreuung für Patienten, die in den Wohngemeinschaften sind, die kognitiv so sind, dass sie davon profitieren würden, ist auch überhaupt nicht zu bekommen. Und da spielt sicherlich auch das Geld eine Rolle. Auch der Hautarzt bekommt 28 Euro für einen Hausbesuch. Und dafür kommt einfach keiner ans Bett. Und wer durchs Raster fällt, sind einfach da die Patienten.
Ja, also vielen Dank. Wir haben uns im Vorab darüber unterhalten und ich finde das von dem her auch ganz schwierig, weil das auch nicht refinanziert wird. Also ich möchte es mal ganz klar hier sagen, wenn ich einen Patienten habe und der braucht fachärztliche Betreuung, dann ist es schon mal sehr schwierig, überhaupt einen Facharzt zu bekommen. Dann kommt er natürlich nicht in die Wohngemeinschaft. Also Sie müssen von A nach B fahren. Dazu brauchen Sie Personal. Also wenn Sie mit dem Krankenwagen den Patienten abholen, geht das gar nicht, weil die dürfen den Patienten am Beatmungsgerät gar nicht betreuen. Das heißt, Sie müssen eine Fachkraft mitschicken, die aber nicht bezahlt wird. Und dann bekommen Sie bei der Verhandlung zu hören, naja, Frau Wiedmann, Ihre Overhead-Kosten und das geht ja irgendwie gar nicht und das geht ja viel geringer. Und wir reden hier nur von der ärztlichen Versorgung. Warum hat der Patient nicht einfach das Recht, auch privat wohin zu gehen, das Leben zu genießen? Von dem spricht keiner. Und das ist mir ein ganz großes Anliegen, heute für diese Menschen einfach mal zu sprechen. Die möchten nicht nur in der WG sein und nicht nur in der WG versorgt werden. Die möchten auch mal raus. Jetzt aber am besten, Sie stellen sich selber vor. Und dann halt auch Hallo, ich bin die Frau Cornelia Emmer aus Erding und ich muss sagen, juhu, bin ich froh, dass ich in der 1:1-Versorgung bin, weil da kann ich dann einfach mal sagen, juhu, ich bin hier und ich gehe in 5 Minuten nach Hause, ich gehe heute Abend vielleicht noch weg, toll. Weil wir vorhin davon kurz gesprochen hatten, zum persönlichen Budget und zur Versorgungsqualität. Ich denke, ein Großteil hat sich bewusst dafür entschieden, ins persönliche Budget zu gehen und hat seine Assistenten durchaus schon sehr gut selbst geschult. Allerdings haben wir auch wiederum Patienten oder Betroffene in diesen Versorgungsformen, die das aus einer Not heraus machen, weil sie es einfach nicht anders können. Ich rede seit Jahren, wirklich seit Jahren. Warum geht denn das nicht, dass man eine Ausbildung kreiert, die für Betroffene im persönlichen Budget sagen, ich habe eine Krankheit, ich brauche ein gewisses Basiswissen für meine Assistenten und ich brauche aber noch mal ganz speziell, ganz genau auf meine Bedürfnisse, ob das jetzt Absaugung ist, ob das Maskenbeatmung ist, ob das vielleicht eine andere Diagnose, die ich auch noch habe, betrifft. Warum können wir nicht modular eine Ausbildung aufbauen, die dann jemand in seine Zielvereinbarung mit der Krankenkasse mit reinsetzt, wo die Krankenkasse sagt, ich bin bereit, diese Assistenten quasi zu schulen, die Schulung zu zahlen und diese Zeit, die das braucht, sowohl die theoretische als Ausbildung als auch die praktische vor Ort zu finanzieren. Und dann haben wir das nämlich gesichert und müssen nicht in eine WG, nicht in eine stationäre Einrichtung etc. pp. Ja, Ausbildung ist ja jetzt erstmal kein Thema, kein ursächliches Thema der Krankenkassen. Wenn Sie mal zurückdenken, wie lange es gebraucht hat, bis die aktuelle Krankenpflegeausbildung auf dem Weg war, ich weiß nicht, wie viele Jahre, ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen, aber es waren viele Jahre, die es gebraucht hat. Und jetzt würden Sie sagen, okay, wir nehmen eine neue Ausbildungsform mit auf. Durchaus sinnvoll, ich kann das verstehen, wie Sie das begründen an der Stelle, aber da müsste tatsächlich der Gesetzgeber hergehen und müsste sich auf den Weg machen, solche Ausbildungsmöglichkeiten zu schaffen und dann auch die Finanzierung entsprechend zu schaffen. Wenn es solche Ausbildungen gibt, dann wird es auch Regelungen geben, wie sie im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung oder der sozialen Pflegeversicherung umgesetzt werden können. Das ist dann die zwingende Konsequenz an der Stelle, wenn man Ausbildungen schafft, die diese Assistenz leisten sollen zur Unterstützung, dann wird es auch Leistungsgesetze geben, die das abbilden werden. Aber das ist dann an der Stelle modular aufgebaut. Erstmal brauchen wir die Ausbildung. Und ich glaube, da, ja, das ist jetzt praktisch im Grunde Ihre Lobbyarbeit, die Sie leisten müssen, beim Gesetzgeber vor Ort zu sagen, das ist notwendig und er soll sich mal Gedanken darüber machen, wie man sowas gewährleisten kann. Vielleicht gibt es es auch schon. Ne? Naja, ich will noch mal auf ein paar zurückkommen, weil es ja gerade beschrieben ist, die Frage der Pflegehelfer, der Assistenten. Und das haben wir auch erörtert im BMG.
erörtern wir auch mit Krankenkassen, weil wir sagen müssen, naja, die Versorgung unserer Betroffenen, die ja ganz in vielen Teilen ganz wesentlich in der zeitlichen Dimension getragen wird von den Pflegehelfern, die hat ja funktioniert. Die hat ja funktioniert. Und jetzt kommt der 37c und sagt, das, was funktioniert, wollen wir nicht mehr, weil es jetzt geeignete Pflegefachkräfte sein müssen. Herr Kintzow, was ist denn das? Das nennt man ganz einfach Überversorgung, weil ich an ein Versorgungssetting Ansprüche stelle, die ich eigentlich gar nicht brauche, erwiesenermaßen. Das heißt, das, was wir eigentlich in den letzten 2 Jahren an Erkenntnisgewinn hatten, war, dass wir viele Versorgungssettings gar nicht in der außerklinischen Intensivpflege halten müssen, sondern die weiterhin übers Hausarztregime in der häuslichen Krankenpflege 37.2 halten können. Das heißt, es müsste eigentlich auch im Interesse der Krankenkassen sein, hier nochmal nachzuschauen, dass sich solche Settings, die nachweislich funktionieren, eben in die häusliche Krankenpflege wieder überführe, wo ich auch nicht die Assessments der außerklinischen Intensivpflege mehr habe und wo wir uns dann konzentrieren können auf die ganz, ganz schwierigen Intensivfälle, die eben so instabil sind, gerade in der Vitalfunktion Atmung, dass man wirklich sagen muss, da muss eine geeignete Pflegefachkraft wirklich dabei sein. So, und das ist die Situation und das nehmen wir zurzeit nicht wahr. Und das Problem, nochmal gesagt, man kann einen so elementaren, existenziellen Versorgungsbereich nicht dauerhaft mit so einer Rechtsunsicherheit belasten. Das ist fürchterlich. Und wenn ich sehe, dass der Bundesgesundheitsminister sozusagen per Ministerdekret sagt, das machen wir jetzt mal alles schön weiter. Ich habe das gestern mal scherzhaft gesagt, Karl Lauterbach hat damit den Osten mit der DDR verbunden wieder, weil die gesagt haben, oh, ein Ministerwort, das über dem Gesetz steht, das kennen wir schon, das haben wir früher auch gehabt. Also das ist für einen Rechtsstaat eigentlich nicht tragbar. Wir sagen, das Ergebnis ist in Ordnung. Aber wir brauchen doch Rechtssicherheit. Das muss doch jetzt mal eindeutig werden. Und da sind wir seit 5 Jahren dran. Das geht einfach nicht. Das ist eine absolute Zumutung. Und ich wünsche es niemandem, das ertragen zu müssen. Aber bitte alle handelnden Akteure sollten sich doch jetzt mal klar werden, dass wir endlich in ein sicheres Fahrwasser kommen. Und da braucht es klare Ansagen, klare Aussagen. Und da muss man auch ein leistungsrechtliches Konstrukt finden, das stabil ist. Und es erleichtert wahrscheinlich auch nicht, Sebastian, dass wir so schöne, wunderschöne föderale Strukturen haben und in jedem Bundesland irgendwas anders machen. Du hast zwei Meldungen Frau, noch. Genau, einmal okay. Hier vorne die Frau Dezelt. Ja, vielen Dank. Ich möchte ein Stichwort zu der Versorgung nach Psychiatrie oder in fachärztlichen stationären Einrichtungen einmal kurz sagen, wo gesagt wird, dass keine Begleitung möglich ist. Also A, es gibt über die Eingliederungshilfefeststellung die Möglichkeit, Begleitung im Krankenhaus feststellen zu lassen im Vorwege. Das ist auch gültig für weitere stationäre Aufenthalte. Man kann dann jemanden mitnehmen. Also sozusagen sozialrechtsgebietsübergreifende Feststellung, die dann nur einmal getroffen wird bei der Eingliederungshilfe. Zweiter Punkt. Es ist möglich, das war die Bedingung für die Genehmigung der ersten Fassung der außerklinischen Intensivpflegerichtlinie. Das Bundesgesundheitsministerium hat unter dem Vorbehalt die AKI-Richtlinie genehmigt, dass in den Fällen, in denen eine stationäre Einrichtung nicht über Beatmung oder über intensivpflegerische Versorgung verfügt, dass in den Fällen die eigenen Leute mitgenommen werden können aus dem Pflegedienst. Ja? Nur um es einmal gehört zu haben, ist hinterlegt beim gemeinsamen Bundesausschuss in der Erstfassung Auslegung. Wir hatten schon gesagt, es geht auf die Homepage von Mike, das Schreiben. Dann können Sie das vorlegen, dass man halt jemanden mitnehmen kann. Vielen lieben Dank. Doch sehr gut. Ja. Hallo Herr Kintzhofer, ich würde erstmal sagen, vielen Dank, dass Sie hier sind, weil ich glaube, es gibt nicht viele, die sich das trauen. So? Muss man sagen. Es geht ja auch nicht gegen Sie als Person, aber ich finde es gut, dass Sie hier sind. Also ich kenne viele Diskussionsrunden, wo einfach kurzfristig von Kostenträgerseiten abgesagt wird. Von daher danke.
Aber Ihre Aussage, dass ich als Pflegedienst es aushalten lassen, also aushalten können muss, bis ich ein Schiedsstellenverfahren bekomme und eine auskömmliche Vergütung bekomme, bringt mich fast zum Weglaufen, nachdem ich geschrien habe. Also das geht nicht. Ne? Zum Teil gibt es Dienste, die haben Vergütung von 22, die als Interimsvergütung weitergeführt werden, die ihre Sozialversicherungsbeiträge nicht zahlen können. Haben sie übrigens sehr viel Verständnis für und warten gerne, bis die Verhandlungen zu Ende geführt sind und sitzen da und können die Leute nicht bezahlen. Ich kann meinen Mitarbeitern nicht sagen, ihr müsst das gerade mal aushalten können. So, ich würde den Mitarbeitern gerne mehr geben, kann ich aber nicht, weil das Geld ist nicht da. Und aushalten, ich meine, der Versicherte hat einen Anspruch gegen den Kostenträger. Möchten Sie das nächste Mal selber im Bett stehen? Ich finde den Spruch einfach böse. Er soll ja auch dazu anregen, dass wir in die Diskussion kommen. Das ist ja total in Ordnung. Ich habe steht irgendwo drin, dass wir das zu gleichen Teilen bezahlen. So, aber jetzt muss man sich ja mal erstmal überlegen, ich habe vorhin schon mal gesagt, wir haben dieses neue System. Da ist jetzt viel diskutiert worden, was gut und was schlecht ist. Im Grunde jetzt eher schlecht von den Aussagen, die ich so wahrnehme. Und ich verstehe das auch inhaltlich, was da vorgetragen wird. Aber trotzdem bleibt ja erstmal, wir haben ein neues System und wir müssen jetzt erstmal damit umgehen. Wir können jetzt nicht sagen, es interessiert uns alles nicht und wir berücksichtigen das nicht und machen alles so weiter wie bisher. So, dann bedeutet das jetzt erstmal, wir müssen verhandeln miteinander, wenn es jetzt um die Vergütungen beispielsweise geht. Wir verhandeln und das passiert in manchen Bundesländern besser, in manchen schlechter, aber es muss erstmal verhandelt werden und wenn man sich nicht einigen kann, ganz normaler Vorgang, dann geht man vor die Schiedsstelle und letztlich ist ja dann in der weiteren Rechtsfolge noch die Möglichkeit, dann auch zu klagen. Das ist vollkommen klar, das dauert möglicherweise Jahre, das hilft dem einzelnen Dienst jetzt erstmal nicht weiter, nur in der jetzigen Situation, was soll man denn machen? Also die Kassen haben Folgendes gemacht, im Grundsatz haben Folgendes gemacht, der erste Versuch war, auch hier, in einem Bundesland besser, im anderen schlechter, bis zum 30.06. möglichst viele Verträge abzuschließen. Dann haben wir gesehen, das klappt nicht. Wir haben mit den Leistungserbringenden zwei Möglichkeiten oder haben den zwei Möglichkeiten angeboten. Das eine war eine Übergangsvereinbarung. Die mag jetzt der Höhe nach nicht so sein, wie Sie sich das vorstellen, aber es ist doch eine gewisse finanzielle Sicherheit in dieser Übergangsvereinbarung drin. Und das weitere Angebot war dann noch eine Kostenübernahmeerklärung, dass man sagen, naja, also vollkommen klar, Sie betreuen unseren Versicherten, unseren Kunden, da wird am Ende was bezahlt und die Höhe müssen wir einfach noch miteinander verhandeln. Also die Garantie, dass Sie für Ihre Arbeit dann auch Geld bekommen. Was anderes kann ich Ihnen momentan nicht anbieten, deswegen sage ich, man muss das momentan aushalten. Wenn es normal läuft, dann ist es ja so, dass wir verhandeln miteinander ein-, zweimal und dann sehen wir, oh Gott, da führt kein Weg hin, das hilft gar nichts, gehen wir in die Schiedsstelle. Das soll natürlich die Ausnahme sein, ist vorhin ja auch schon gesagt worden, wenn ein ganzes Bundesland in die Schiedsstelle geht, dann läuft tatsächlich irgendwas schief, gar keine Frage. Aber das ist die Möglichkeit auch für die Leistungserbringenden zu sagen, ja, liebe Kassen, was ihr uns da anbietet, das ist ja gar nichts. Ne? Das lassen wir jetzt klären von einer unabhängigen Schiedsperson. Diese Zeit müssen wir irgendwie aushalten. Es geht nicht anders. Was ist die Konsequenz oder was ist die Lösung an der Stelle? Ich sehe keine andere. Ich will da auch noch mal was, damit es vielleicht auch in die richtige Richtung weiterläuft. Ich glaube, es ist immer schwierig, weil wir diskutieren ja hier ganz konkret jetzt mal unsere Freunde AOK Baden-Württemberg, die da einfach, um es mal ganz deutlich zu sagen, ein Spiel spielen. Ich will es noch krasser vielleicht sogar formulieren, das ist ein böses Spiel, was da gespielt wird. Und Sie sind nicht von der AOK Baden-Württemberg. Ja. Viel schöner und spannender wäre es natürlich, die beiden Herren hier sitzen zu haben und denen mal ganz konkret die Fragen zu stellen. Das möchte ich sagen, ja. Wir haben immer auch auf Mike die Diskussionsrunden, wir freuen uns immer, hier saßen schon von der Techniker und von der Barmer und brauchen den Austausch mit Ihnen, um einmal Ihren Horizont, was unsere Probleme zu erweitern und aber auch natürlich zu verstehen, was funktioniert oder wie funktioniert auch eine Krankenkasse, was können Sie nicht. Das wollte ich nur an der Stelle sagen, also bevor ihr jetzt alle hier explodiert, weil ihr schon solche Krawatten habt, er ist gar nicht der Böse. Also Sie sitzen aktuell woanders. Danke, Herr Jaschke. Ja, das war mir nur wichtig, weil ich habe da schon so, wir sind ja als Moderierende, haben wir hier auch so eine Verantwortung, dass das schützende alles auch ordentlich Funktion, läuft. Ne? Schützende Funktion, ja. Ich würde das Wort gerne... Darf ich das nur kurz was dazu sagen?
Also AOK Baden-Württemberg, und natürlich sehe ich das gerne, wenn die AOK die Bösen sind, brauchen wir ja gar nicht reden, aber es gibt ja Verhandlungsgemeinschaften in jedem Bundesland, das heißt, in jedem Bundesland ist auch eine Ersatzkasse beteiligt. Insofern nicht? Ja, also wir haben das Problem, dass wir in Baden-Württemberg... Ja, es gibt vielleicht noch die Unterscheidung Verhandlungsführer oder sowas, aber es gibt eine Verhandlungsgemeinschaft zwischen den Kassenverbänden in jedem Bundesland. Ich weiß jetzt zwar allerdings auswendig nicht, wer Baden-Württemberg bei den Ersatzkassen macht, wir sind es nicht, aber insofern sehe ich mich da schon in der Verantwortung, das auch weiterzugeben. Also insofern den Wunsch trage ich auf jeden Fall mit, Ersatzkassen intern jetzt erstmal zu sagen, Leute, was ich heute erlebt habe, das geht gar nicht. Da muss irgendwas passieren und das verstehe ich ja total. Also das hakt an der einen oder anderen Stelle. Ich sage das gerne nochmal, das ist für mich normal. Ich mache das Geschäft seit 25 Jahren und erlebe das. Und ich weiß auch, und Sie wissen es auch, dass es nicht immer einen Schuldigen gibt, sondern dass beide Seiten immer ihr Schärflein dazu beitragen, dass es vielleicht im Einzelfall nicht funktioniert. Wenn gar nichts funktioniert, dann muss man sich wirklich Gedanken machen und das gebe ich gerne weiter. Vielen Dank. Ich würde gerne das Wort kurz an Markus Behrendt übergeben. Ja, perfekt, du bist dran. Also ich wollte einfach nur mal kurz feststellen, dass wir natürlich auch gewillt sind, Lösungen zu finden. Also das ist wirklich unser Ansehen. Aber ich habe einfach immer mehr das Gefühl, dass viele Leistungserbringer die Zeit wegläuft und dass auch das mit den Schiedsverfahren nicht ordentlich klappen kann, weil die Leistungserbringer bis dahin einfach nicht überleben. Und wir waren natürlich auch beim Gesundheitsministerium in Berlin, ja, und haben das vorgebracht. Und da habe ich schon vor Monaten mit der Frau Kohfeldt, ich hätte jetzt gern ihren Chef heute gesprochen, habe ich ihr gesagt, was auf uns zurollt. Und die GKV war auch vor Ort und es passierte nichts. Einfach nichts. Es wurde zur Kenntnis genommen. Und die Zeit, dass nichts passiert, die ist einfach vorbei. Ja, weil der Gesetzgeber ja auch sagt, naja, es gibt ja Konfliktlösungsmechanismus, geht halt diesen Weg. Und eins muss man natürlich auch wissen, rein vom System her, jetzt mag die Anzahl erstmal erschreckend sein, wenn man jetzt sagt, in Baden-Württemberg gibt es vielleicht auch so 150 Leistungserbringende, so in etwa, und es ist bisher noch nichts passiert. Aber oftmals reicht ja wirklich ein Schiedsspruch und der kann ja theoretisch relativ schnell gefällt werden, um eine gewisse Art von Rechtssicherheit zu erlangen, der dann übertragbar ist für viele andere Fälle, die einfach noch anstehen. Dann. Es gibt halt einfach irgendwo Punkte, die ich jetzt im Einzelnen nicht benennen kann, warum die sich nicht verständigt haben. Und da wäre einfach ein Schiedsverfahren, glaube ich, jetzt erstmal doch durchaus sinnvoll. Ja, mir ist es ein Anliegen, einmal kurz mein Bedauern zum Ausdruck zu bringen, zu dem, was Christoph Jaschke als erstes in dieser Sitzung gesagt hat, nämlich die Absage von Herrn Weller aus dem Bundesgesundheitsministerium. Vieles, was hier vorgebracht wird, sind Themen, also sie sind sehr vielfältig, sie sind sehr vielschichtig und sie adressieren definitiv nicht an eine Krankenkasse oder an ein Bundesland, sondern sie adressieren an die Aufsichtsbehörde und das ist das Bundesgesundheitsministerium. Von daher, bei allem Respekt, es ist schade, dass er nicht da ist, weil ich glaube, da wäre das, was wir miteinander heute teilen, besser aufgehoben, um das von da aus weiter zu bearbeiten. Aber ich will noch mal den Blick ein bisschen weiten. Wir sind jetzt sehr fokussiert, und das kann ich gut nachvollziehen, auf die Situation in Baden-Württemberg, weil sie da wirklich eskalierend ist, anders als in anderen Bundesländern. Aber in anderen Bundesländern stellen wir trotzdem fest, dass es auch da bisher nur sehr wenige Abschlüsse gibt und teilweise auch die Mustervereinbarungen noch gar nicht zugrunde liegen, um überhaupt irgendwie individuelle Abschlüsse zu schaffen. Das heißt, wir haben hier ein bundesweites Problem mit einzelnen Ausnahme-Hotspots, wo es einigermaßen funktioniert. Ja? Das heißt, wir sind hier insgesamt in einem Umsetzungsstau für ein Gesetz, das die Versorgungssituation von Menschen regelt, die täglich lebensbedrohliche Situationen erleben und deswegen ständig auf eine Interventionsbereitschaft angewiesen sind. Vor dem Hintergrund hat es für an vielen verschiedenen Stellen für viel Unmut gesorgt, mit welchem Zeitdruck dieses Gesetz umgesetzt wurde. Der GBA hat, als man ihm den Auftrag gegeben hat, eine Richtlinie für die neue außerklinische Intensivpflege in der Frist eines Jahres zu erstellen, interveniert und hat gesagt, das geht nicht. Und die Aufsichtsbehörde, das Bundesgesundheitsministerium, hat gesagt, dann seht zu, dass es gehen wird, weil es muss gehen.
Die Rahmenvertragsverhandlungspartner hatten danach ein Jahr Zeit, ihren Rahmenvertrag miteinander zu vereinbaren. Das war sportlich, weil das eine extreme Herausforderung ist, das auch auf dieser bundesweiten Rahmenvertragsebene zu strukturieren. Auch das ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit knapp Woche, zwei Wochen Verzögerung, ich weiß nicht mehr genau, also nahezu einer Punktlandung gelungen. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo Akteure gefragt sind, die dieses Gesetz am längsten kennen, weil das Gesetz, das dem 37c zugrunde liegt, ist ein GKV-Gesetz, ein Gesetz, das von der Spitzenverband der Krankenkassen im Vorfeld verhandelt, abgestimmt, koordiniert und dann in das Gesetzgebungsverfahren gebracht wurde. Das heißt, jede Krankenkasse ist seit mindestens 5 Jahren darüber im Bilde, dass sie in dem Zeitraum 2023 folgende in der Verantwortung ist, für diese Versorgung von Menschen einen Vertrag abzuschließen. Und bemerkenswert, und das finde ich, ist tatsächlich in diesem Gesamtkomplex des Gesetzgebungsverfahrens eine Besonderheit, hier festzustellen, dass ausgerechnet diese Krankenkassen diejenigen sind, die jetzt doch um Verständnis bitten, dass die Zeit knapp ist, weil es ja ein komplexer und ein vielschichtiger Prozess und das lässt sich nicht so einfach regeln. Ich glaube, da ist man doch recht unter Zugzwang. Und wenn ich jetzt nochmal den Blick darauf werfe, worüber reden wir? Wir reden über die Versorgung von Menschen, die täglich wegen lebensbedrohlicher Situationen auf Interventionsbereitschaft angewiesen sind, weil sie ansonsten ein Versterbensrisiko erleben. Dann muss ich sagen, der Hinweis auf ein sich zurechtrückeln oder sich bitte gedulden, ist in diesem Kontext schlicht zynisch, weil es für die Versicherten ihre Existenzgrundlage in Frage stellt, wenn es darum geht, kriege ich noch eine Verordnung, wenn ich keine Potenzialerhebung habe, kriege ich tatsächlich noch einen Leistungserbringer, wenn der keinen Vertrag hat und das mit einem Blick auf die nächsten Wochen, nicht Monate und Jahre, dann ist es aus Versichertensicht nachvollziehbar, dass hier, um es mal im rheinischen Deutsch zu sagen, den Versicherten der Arsch auf Grundeis geht. Markus, vielleicht sagst du noch kurz was zu dir und deinen Funktionen, damit das hier vorne die dich nicht kennen, auch einsortieren können. Ich bin Vertreter für die Belange von jungen Menschen und Kindern mit einem AKI-Bedarf, sowohl als Vorsitzender eines Selbsthilfevereins als auch als Sprecher in der Sektion der DIGAP für Kinder und junge Menschen. Und aus welchen Gründen auch immer, irgendwie auch da reingerutscht, dass ich als Patientenvertreter im GBA die Belange der Versicherten vertreten muss. Danke dir. Mir fehlt immer noch die Alternative. Sie können sich jetzt beschweren, Sie können meine Worte zynisch finden, was ich zurückweise. So war es jedenfalls nicht gemeint und ich denke, ich habe das auch klar gemacht in meinen Ausführungen. Aber eins ist auch klar, Sie sagen auf der einen Seite, dass das durchgepeitscht wird, das Gesetz. Gut, ob die Kassen jetzt 5 Jahre Zeit hatten, um sich auf was auch immer vorzubereiten, was letztlich ja erst seit dem 1.7.23 klar ist, nämlich mit den Richtlinien, was dann in der Folge zu verhandeln ist oder wie das Ganze ausschauen soll. Also die Vorbereitungszeit ist ja keine 5 Jahre, sondern wir haben am 1.7.23 begonnen und nochmal. Ja, es ist in den Bundesländern unterschiedlich. Ich kann es jetzt auch nicht ändern, ich kann nichts dafür. Da müssen Sie wirklich diejenigen fragen, die in den Bundesländern, die dann davon betroffen sind. Aber wir können aktuell die Situation nicht befrieden, in dem Sinne, dass wir sagen, wir zahlen jetzt alles, was die Leistungserbringenden an Forderungen stellen. Das wäre jetzt erstmal ja die Konsequenz daraus. Das gibt ja tatsächlich die neue gesetzliche Regelung und die untergesetzlichen Normen nicht her. Es ist ganz klar geregelt, was an Unterlagen vorzulegen ist, dass natürlich auch die Tarifverträge nicht als unwirtschaftlich zurückgewiesen werden können und dergleichen mehr. Ich habe da auch schon gehört, dass es Verhandlungen gab, da ist es so angekommen bei den Leistungserbringenden zu sagen, nein, den Tarifvertrag akzeptieren wir nicht. Ja, im Einzelfall bei
Wir haben, ich weiß gar nicht, ungefähr 2000 Pflegedienste, glaube ich, in Deutschland, die davon betroffen sind oder die AKI-Patienten betreuen. Da gibt es alle möglichen Konstellationen, die können wir hier jetzt hier nicht aufgreifen. Es wird im Grunde wirklich alles geben an der Stelle. Aber im Grundsatz ist es so, dass wir einfach nach den Regeln des Gesetzes oder dieser untergesetzlichen Normen jetzt versuchen, diese Vereinbarungen zu schließen. Und mehr können wir momentan nicht sagen. Und da ist nichts zynisch dran, dass man sagt, naja, was bisher noch nicht erledigt werden konnte, aus welchen Gründen auch immer, das kann jetzt, und das wissen wir ja auch alle, ich habe es vorhin schon mal gesagt, dass das durchaus ja immer beidseits auch ein Problem ist. Das sind ja nicht immer nur die Kassen, die irgendwas verzögern. Ne? Jetzt ist immer Baden-Württemberg genannt worden, da glaube ich jetzt zwischenzeitlich sehr gerne, dass es die Kassen sind, aber das ist sicher nicht insgesamt das bundesweite Problem, sondern man kann sich halt beidseitig nicht einigen. Und dafür gibt es eine Lösung. Und die Lösung, die muss man angehen. Da wird Ihnen kein Gesetzgeber momentan helfen. Ich kann Ihnen das ist jetzt überhaupt keine Aussage, dass das jetzt in dem Fall genauso sein wird, aber nur ein Beispiel, was der Gesetzgeber macht, wenn Fristen sich dem Ende neigen und keine Lösungen da sind. Wir haben Richtlinien im Bereich der stationären Versorgung, da geht es auch um Mindestpersonal für Frühchenversorgung. Da gibt es seit 2006 eine Richtlinie, die besagt, wie die Versorgung zu funktionieren hat, welches Mindestpersonal davor zu halten ist. Diese Richtlinie wird seit 2006 Jahr für Jahr verlängert. Immer ganz am Ende des Jahres, November, Dezember, kommt eine neue Verordnung, in der drin steht, ja, fürs nächste Jahr setzen wir die Richtlinie erneut wieder aus. Also ich sage Ihnen nicht, dass das hier genauso sein wird, aber das ist, Sie sind da eher im Thema drin, was die Diskussion auf Bundesebene betrifft, aber ich glaube nicht, dass der Gesetzgeber jetzt einfach hergeht und sagt, wir lassen das alles auslaufen, wir lassen den 31.12. über die Bühne gehen und damit das ganze System irgendwie zusammenbrechen. Das glaube ich nicht. Vielen Dank. Es ist natürlich gemein, dass ich dem Herrn Behrendt jetzt das Mikro weggenommen habe. Ich sehe schon. Nein, das passt schon. Kann damit umgehen. Nein, ich würde gerne das Mikro der Frau Halwachs geben. Ja, bitte. Ich bin von Anfang an, seit 2019, in allen möglichen Gremien mit dabei. Wir bereden alles, wir besprechen, wir schreiben Vorschläge, wir arbeiten mit, wir kämpfen. Und ich weiß von anderen in einer ähnlichen Situation, die hier auch im Raum sind, dass wir uns manchmal miteinander unter vier Augen nur kurz schließen und sagen, wir müssen eine Pause von den Gremien machen. Es ist so ein Druck, es ist so ein Stress, wir halten das teilweise wirklich nicht mehr aus und ich denke, dass ich einigermaßen hart im Nehmen bin. Ich wache manchmal nachts schweißgebadet auf und denke, was passiert, wenn morgen einfach niemand mehr kommt? Wie lange werde ich dann wohl hier liegen? Bis irgendjemand bemerkt, dass ich nicht mehr da bin und ist dann nicht zu spät? Also nur, um mal ganz plakativ und krass das zu sagen, aber ich weiß, dass es sehr vielen hier so geht. Das ist nicht mehr auszuhalten. Vielen Dank. Und es ist auch der Grund, warum dieser Mike jedes Jahr seit 17 Jahren stattfindet. Vor 17 Jahren haben wir noch andere Themen diskutiert. Und wir merken auch, wir wissen alle, dass gewisse Prozesse wirklich echt einen langen Atem brauchen, auch im politischen Diskurs. Aber ich glaube, man muss einfach normale Versorgungsthemen abgrenzen, auch nochmal von Menschen, die invasiv oder non-invasiv beatmet sind und ja, wo anderthalb Minuten halt die entscheidenden sein können. Wir nehmen noch eine Frage und dann würde ich gerne in die Abschlussstatements nochmal hier ins Podium reingeben, damit die lieben Herrschaften hier auch noch was zu sagen haben. Gerne. Genau, ganz kurze Anmerkung nur, Mutter eines beatmeten Sohnes, hallo Christine Wagner-Behrendt, ich möchte nochmal unterstützen, was Frau Halwachs gesagt hat und tatsächlich bei mir, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ein Gänsehaut erzeugt, weil ich das Gefühl habe, genau, ich muss eigentlich die Luft anhalten, wie mit meinem Sohn. Und was ich sehr mitnehme, was mich sehr traurig macht, ist tatsächlich die Reduzierung von Menschen auch mit Behinderung auf ein Wirtschaftsgut. Also ich sitze die ganze Zeit hier und denke irgendwie, das ist so krass, das ist für mich so eine Herabwürdigung, dass Menschen wie mein Sohn als Wirtschaftsgut deklariert sind, was im Zweifelsfall zu teuer ist. Und darüber wird gerade verhandelt. Und
Das ist eine Botschaft, die ich schon auch sehr mitnehme und die sich auch auf ein gesamtes Familiensystem legt, weil es natürlich so ist, dass sehr viele um uns herum eben agieren und auch mit dabei sind. Und deswegen, es ist keine Frage, ich muss es einfach nochmal loswerden gerade. Jetzt haben wir ja in unserem Think Tank gelernt, dass wir unsere Diskussionsrunden, wir haben einen Think Tank seit, oh Gott, das wird jetzt das fünfte Jahr. Seit 5 Jahren treffen wir uns 14-tägig, 2 Stunden und diskutieren diese Themen, die wir auch heute hier in den 1,5 Stunden diskutiert haben. Und da haben wir gelernt, dass wir bitte nicht mehr aus diesen 1,5 Stunden rausgehen mit so einer miesen Stimmung, ja. Jetzt hier nochmal ans Podium. Was können wir in unseren Rollen, was können Sie in Ihren Rollen konkret tun? Keine langen Statements bitte, weil ich bin ultra pünktlicher, aber einfach nochmal eine Perspektive aufzeigen und nicht sagen, das dauert halt, weil es halt dauert. Ja, auf die Frage war ich jetzt gar nicht so vorbereitet. Sagen wir mal so, um positiv abzuschließen. Ich finde schon, dass sich seit dem IPREC, wenn sich was verbessert hat, dass in den Pflegeeinrichtungen doch zum Teil jetzt Atemtherapeuten mit an Bord sind und sich dadurch die Situation vieler Patienten doch verbessert hat und meine Arbeit auch erleichtert hat, weil ich einfach schon mal auf BGAs und auf Einschätzungen zurückgreifen kann. Was ich mir wünschen würde, ist eine Reduktion der Bürokratie natürlich. Warum muss ich Anfragen nochmal beantworten für den Hustenassistent, wenn ich es doch schon irgendwie ein paar Mal begründet habe? Und die dritte Sache ist, vielleicht könnte man auch Kräfte bündeln, wenn ich sehe, dass der medizinische Dienst, der sehr gut aufgestellt ist, wenn ich das vom medizinischen Dienst in Nord und auch bei uns in Nordrhein-Westfalen sehe, mit einem Pneumologen in der Begutachtung war und sagt, so, da ist kein Potenzial, warum muss 2-3 Monate noch später wieder eine Potenzialerhebung gemacht werden, ob man da nicht die knappen Ressourcen irgendwie bündeln könnte und verschlanken könnte, das wäre so ein konstruktiver Vorschlag und vielleicht ein bisschen bessere Budgetierung für die Hausbesucher. Ja, also was mich total freuen würde, wenn ich meine Patientinnen und Patienten sagen könnte, dass ihre nächste Versorgung für die nächsten Jahre gesichert wäre, egal welche Wohnform sie wählen, dass sie die einfach wahrnehmen können. Und es wäre sehr schön, wenn die Wertschätzung wieder steigen würde zwischen den Verhandlungspartnern und die Leistungserbringer nicht immer so unter Generalverdacht stehen würden und dass man ihnen einfach zuhört. Das wäre so ein Wunsch an ihr Hausaufgabenheft. Ja, im Grunde bräuchten wir eine Austauschplattform. Das war ja für mich heute sehr, sehr lehrreich, was ich erfahren habe. Und erfahre ich normalerweise auch nicht. Ich habe es ja bei meinen Einführungsworten auch schon gesagt. Frau Dr. Fleisch und ich haben schon vereinbart, dass wir uns in Verbindung setzen und irgendwie versuchen, so etwas Ähnliches zu schaffen wie eine Austauschplattform, um sich gegenseitig ein bisschen zu informieren. Ne? Was denkt die Kasse zu bestimmten Themen? Was denkt die Ärzteschaft zu bestimmten Themen? Aber was ein bisschen das Problem ist, ich habe es ja auch gesagt vor der Diskussion, ist, wenn wir die vielen tausend Ärzte nehmen, ich kann jetzt nicht mit jedem Einzelnen drüber reden. Also insofern bräuchte man irgendwie eine Art Austauschplattform an der Stelle. Aber was ich in dem Fall machen werde, ist ja schon vorhin gesagt worden, ich kann die Kollegen in Baden-Württemberg da mal ansprechen drauf, was los ist. Und wir haben in Bayern jetzt Mitte November ein Treffen der Kassenverbände. Das haben wir regelmäßig, das führen wir alle 2 Monate durch und werde dabei auch über den Kongress berichten und mir auch mal so ein bisschen Meinungen einholen, was die anderen denn dazu zu sagen haben. Wir verstehen uns gut in Bayern. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum es bei uns vielleicht ein Stück weit besser läuft, bei allem Wettbewerb, den wir haben. Aber bei solchen Themen haben wir in der Vergangenheit eigentlich immer ganz gut zusammengearbeitet. Insofern, ich werde das nutzen, werde informieren und mal schauen, was da an Rückmeldungen kommt. Und wenn es irgendwas Brauchbares gibt, Herr Jaschke, mit Ihnen dann auch mal reden, wie wir das irgendwann verwenden können an der Stelle. Ja, unsererseits. Wir sehen es, wir sind weiterhin da, wir sind ansprechbar, wir werden bestimmte Vorsichtsmaßnahmen ergreifen für unsere Betroffenen. Ich habe den 37.2 ja angedeutet,
Im Ergebnis bleibe ich grundsätzlich zuversichtlich, dass wir verhindern können, dass es zu Leistungsabbrüchen kommt auf breiter Ebene. Aber jeder Abbruch ist unerträglich. Und wir werden unsererseits die Diskussion führen mit noch anderen Leistungsträgern, weil wir schlichtweg Verfahren entwickeln müssen, die rechtssicher sind und die möglichst schnell, möglichst konkret die Hilfen für unsere Betroffenen ermöglichen. Das ist zurzeit die Aufgabe, die wir im Selbstbehandlungsforum Gehirn wahrnehmen, wo wir uns gerade auf den Weg machen. Und ich hoffe, dass wir das zu einem erfolgreichen Abschluss kriegen für unsere Betroffenen, aber dann eben auch für alle anderen, die letztendlich AKI-Bedarfe haben, dass wir einfach zu mehr Sicherheit kommen. Ich bin und bleibe da verhalten optimistisch. Wunderbar. Ich darf Sie, Herr Kinshofer, und auch alle, die hier anwesend sind, einladen. Es gibt eine Austauschplattform. Ich habe von den Think Tank geredet. Das ist keine Closed-Geschichte. Wir freuen uns über jeden, der mitdiskutiert. Und es ist ein bisschen wie der Mike. Es ist magisch. Ja, wir haben uns unter Corona-Bedingungen dort quasi zusammen. Wir sind immer nur über Online-Meetings zusammen. Sie sind alle zwei Wochen, es sind immer 20, 25 Menschen. Mindestens die Hälfte davon ist invasiv beatmet. Und sie reden über ihre Themen. Und wir aus Wissenschaft, aus Medizin, aus Pflege, wir kommen zusammen und hören uns das an. Und man würde ja sagen, also wenn du 50, 60, 70 Mal in so einer Session, irgendwann hast du ja mal alles gehört. Nein, wir hören immer wieder neue Dinge. Und ich lade wirklich jeden ein, wer mich nicht oder uns nicht findet, ist eigentlich ganz, wir haben uns sogar die Domain gkv-ipreg.info geklaut. Darunter ist der Think Tank zu finden. Nutzen Sie das. Es ist genau das, was Sie sagen. Wir müssen miteinander reden. Wir müssen uns gegenseitig informieren, was los ist. Deswegen haben wir das hier aufgezeichnet. Wir schicken es dem Herrn Weller. Markus, kannst dich darauf verlassen, er kriegt es. Und hoffen, dass es zum Guten sich wendet. Und auch ich bin nicht nur verhalten optimistisch, aber bei mir ist es einfach in den Genen drin, Sebastian. Ich wünsche Ihnen einen schönen Kongressende. Das endet hier mit dieser Session. Ja, wir haben den Kongress ein bisschen kürzer gemacht am Samstag, damit die Leute auch noch irgendwie eine Chance haben, nach Hause zu kommen. Ich möchte mich bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken. Es war wirklich außergewöhnlich. Wir waren über 700 Teilnehmende hier zusammen. Wir haben viel diskutiert. Wir haben eine sehr gute Gesprächsatmosphäre gehabt. Das wurde mir auch auf dem Flur immer wieder gespiegelt, was man für nicht nur informativ, sondern auch tiefe Gespräche geführt hat. Sie und ihr macht den Mike möglich. Ich freue mich sehr, euch alle und Sie alle nächstes Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Das Datum habe ich jetzt nicht im Kopf. Ende Oktober ist immer das letzte Wochenende im Oktober. Und kommen Sie gut alle nach Hause. Ciao, ciao.